Dankeschön! Wow, schön, dass wir heute zusammen sind. Da freue ich mich halt sehr darüber. Denn ich möchte auch meine neuen Lieder vorstellen. Und da gibt es eine Menge Kinder, die mittanzen wollen. Einige kenne ich ja auch schon, ne? Von Konzerten da vorne zum Beispiel. Mit Volker Rosin T-Shirt. Hier auch nochmal. Die Susanne. Bist du die Susanne oder ist das T-Shirt von einer Freundin oder von einer Schwester? Du bist schon die Susanne. Okay, das finde ich klasse. Also einige Fans schon dabei. Ja, ich habe die neuen Lieder mitgebracht. Da kann man natürlich richtig zu tanzen. Ich weiß ja gar nicht, tanzt ihr denn noch gerne? Oder soll ich lieber ein paar Schlaflieder singen? Nö, das machen wir nicht. Also tanzen wollen wir und dann passt auch gut, denn das nächste Lied ist der Limbo-Tanz. Ja, der ist ganz einfach. Ich mache dir mal vor. Alle mal mit der einen Hand wickeln. Limbo hier, Limbo da, Limbo ist für alle da. Winkel. Oh, ist für alle da. Dieser Schritt ist der Hit. Komm und tanz den Limbo mit. Winkel. Oh, tanz den Limbo mit. Dann kommt der Kakadu. Da muss man so leicht in der Hüfte federn. Ja. Das knackt bei mir ein bisschen. Das ist gut. Und im Kreis drehen. Auch der kleine Kakadu tanzt im Rhythmus mit dazu. Aber bitte nicht zu lange, sonst fällt er von der Stange. Alle runter. Ja, und noch. Oh, Limbo hier, Limbo da, Limbo ist für alle da. Oh, er ist für alle da. Alles klar? Ich frage, alles klar? Alle haben mitgetanzt. Ja, das finde ich toll, wenn du da gerade getanzt hast. Haben wir ganz genau gesehen. Ja, habt ihr auch mitgetanzt? Ja, sehr gut. Vielleicht gibt es ja noch einmal Tanzerin. Kennt ihr Tanzerin? Ja, wer weiß, mal gucken. Ne? Also, heute gab es die neuen 10 Lieder von der neuen CD. Tanzfieber heißt ja die CD. Seid ihr manchmal auch im Tanzfieber? Ich muss euch sagen, ich schon, denn ich tanze so furchtbar gerne. Und da habe ich natürlich auch den Tanzer heute mitgebracht, klar. Und ja, da kann ich euch ganz kurz was zeigen. Da müsst ihr nämlich ein bisschen mithelfen. Also zunächst mal mit dem Zeigefinger so in die Luft stipsen, so gegenüber. Ich zieh mal vor. Ich hab Tanzfieber, Tanzfieber. Ha, ha, ha. Da singt sogar der Hund mit dahin. Ich hab Tanzfieber, Tanzfieber. Dann nach unten. Tanzfieber, Tanzfieber. Okay, ich rede nicht viel. Wir tanzen und singen Tanzfieber. Lass dich kaputt. Ich will's auch witzig. Apropos Tanzfieber. Wir haben natürlich heute auch für die CD mitgemacht. Und die DVD. Ja, und zur DVD muss ich noch erklären. Das Schöne dabei ist, dass man nämlich nicht nur gucken kann bei der DVD, sondern richtig mitmachen kann. Also es wird getanzt und es sind auch Tanzlehrer zu sehen, die den Kindern vor jedem Lied den Tanz erstmal erklären. Das heißt, die Kinder lernen, wie es zum Tanzen geht und werden vor dem Bildschirm dann zu kleinen Tanzhelden. Haben natürlich unseren Büchertisch auch mitgemacht hier heute. Da vorne steht die Conny schon bereit. Und ich habe mir was überlegt. Ist ja auch eine blöde Zeit heute. 14 Uhr, da kommen nicht so ganz viele. Aber ich möchte mich bedanken bei Ihnen, dass Sie heute gekommen sind. Deshalb habe ich mir gedacht, ich schenke Ihnen einfach mal 5 Euro. In Ordnung, ne? Nicht schlecht. Fürs Kommen einfach. Ja, so ganz einfach ist es dann doch nicht. Weil es ist ja so, die CD und die DVD kosten jeweils 15 Euro. Also 30 zusammen. Und jetzt kommt's, ich schenke Ihnen 5 Euro aus meinem privaten Portemonnaie dazu. Das heißt, Sie brauchen, weil Sie gekommen sind heute, als Dankeschön mit Volker Rosin zu singen, nur 25 bezahlen. Also, ne, wer da Lust hat, ja, das Paketangebot zu nutzen, ist bei der Conny gut aufgehoben. Und ich komme natürlich gleich auch zum Signieren. Ne, ganz klar, für Rebecca, für Zoe, für Lukas, für Susanne. Oder für euch beiden natürlich auch hier vorne. Guckt da schon mal. Das signiert sich hier auch, das ist selbstverständlich. Ne? Ganz klar, und Fotos können wir dann auch noch machen. Aber ganz viel Zeit mitgebracht heute, muss man später am Nachmittag erst nach Jena noch, aber vorher nämlich mehr alle Zeit, die es braucht, um mit allen Kindern noch ein Foto zu machen und noch ja, zu unterschreiben und Autogramme zu geben. So, jetzt möchte ich aber wieder tanzen mit euch und da habe ich ein lustiges Lied gemacht vom Kanälen in der Wüste. Und das tanzt so gerne und das ist ganz einfach.
Das geht nämlich so. Ich mache immer zweimal vor und ihr macht immer zweimal nach. Pass auf, hört sich komplizierter an, als es ist. Es geht los. Ich mache. Stamm, stamm. Klatsch, klatsch. Bling, bling. Patsch, patsch. Stamm, stamm. Klatsch, klatsch. Bling, bling. Patsch, patsch. Genau, ihr habt's verstanden. Und es kommt natürlich nicht nur ein Kanäle, es kommt auch ein Gnu, ein Känguru und ein Pferd. Aber alles der Reihe nach. Jetzt geht's los in der Wüste ein Kanäle. Man kann schon auf und durcheinander kommen, oder? Also, ich muss es noch mal kurz erklären, Freunde. Das hier heute im City Café in Magdeburg, das ist natürlich kein richtiges Volker Rosin Konzert. Das wäre ja viel, viel länger. Nein, es ist natürlich ein Auftritt innerhalb meiner Promotion-Tour zu meinem neuen Album, zur Präsentation von meinem neuen Album. Deshalb kommen wir jetzt schon zum Finale, Freunde. Aber wenn ich Finale sage, da habe ich natürlich was zu berichten. Denn wenn man mal schaut hier, da steht ja 15 neue Hits zum Abtanzen. Aber wenn man auf die CD guckt oder auf die DVD guckt, da stellt man fest, dass da 16 Titel drauf sind. Ja, ein Geschenktitel. Und zwar ein Titel, den alle Kinder kennen. Und zwar die Kinder, die ab und zu mal Fernsehen gucken. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Guckt ihr auch ab und zu mal Fernsehen? Kennt ihr denn meinen Lieblingssender Kika? So, wer hat denn da schon mal Kika Tanzer angesehen? Oh, na, dann würde ich doch sagen, da machen wir das Finale. Aber hier schon noch ein bisschen Platz. Wer mag denn hier auf der Bühne ein bisschen bei mir mittanzen, meine Tanzerin? Guck mal rauf, das finde ich klasse. Oh, da kriegen wir schon hin. Super, hallo, herzlich willkommen. Kommt auf die Bühne, wir haben ganz viel Platz. Kommt ein bisschen, macht ein bisschen rum. Jo, einer vorne, einer hinten. Alles in einer Reihe oder auch da die Größe. Und können hinten ein bisschen mittanzen. So, du vielleicht hier, da habe ich auch noch ein bisschen Platz. Ja, okay. Ja, ihr könnt auch mitmachen, na klar. Und hier, machen wir Schnuller-Disco. Ja, machen wir Schnuller-Disco. Kommst du auch? Ich hol dich ab. Hey, das finde ich ja toll. Magst du kommen? Komm. Vielleicht lieber bei Mama und Papa, ne? Okay, schön, dass ihr auf der Bühne seid. Wir legen los, hier gibt's Kika, Tanzala!